das, was ich euch jetzt erzähle, ist wirklich so verrückt, dass ihr sagen werdet, das stimmt nicht. Aber ich schwöre es euch, ihr könnt es googeln, es ist real. Und zwar die GEZ-Gebühr, so hieß es ja früher. Weil früher konntest du sagen, ich habe 2 Fernseher, 3 Fernseher und dementsprechend hast du dann auch gezahlt. 2010 hat dann Paul Kirchhoff von der ARD und ZDF und Deutschlandradio den Auftrag bekommen, ein Gutachten zu erstellen, ob das Ganze in Ordnung ist oder nicht. Paul Kirchhoff hat daraufhin dann gesagt, die GEZ-Gebühr ist so nicht in Ordnung. Wir machen das anders. Wir machen das so, dass wir sagen, pro Haushalt muss gezahlt werden. Egal, ob du einen Fernseher hast oder nicht, du wirst bezahlen. Es sei denn, du verdienst halt nicht so viel und dann kannst du davon befreit werden. Aber grundsätzlich musst du dafür bezahlen. Das ist das, was wir heutzutage kennen. Und deswegen heißt es dann nicht mehr GEZ-Gebühr, sondern GEZ-Beitrag. Das Ganze wurde dann auch 2013 so umgesetzt. So, in dieser Zeit und auch heute beschweren sich ja ganz, ganz, ganz viele Menschen über die GEZ und die sagen, nee, ich möchte überhaupt gar keine Beiträge bezahlen, ich nutze das nicht, ich möchte das nicht und so weiter und so fort. Und ich meine, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen daneben liege, aber ich meine, 2018 kam es dann beim Bundesverfassungsgericht zu einer Klage. Der damalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts hat das Ganze geprüft und hat gesagt, nee, das ist schon richtig, was der Paul Kirchhoff da gemacht hat. Und der das geprüft hat, also der damalige Vizepräsident, der heißt Ferdinand Kirchhoff. Und Ferdinand Kirchhoff ist der Bruder von Paul Kirchhoff. Hey, wirklich? Hey, das stimmt, das ist real. Ihr könnt es googeln. Es gab dann auch, man hat gesagt, das ist doch Befangenheit und so weiter und so fort, weil es halt sein Bruder ist. Das wurde abgelehnt. Also, wie gesagt, das Ganze hat dann seine Richtigkeit. Ferdinand hat gesagt, Paul hat kein Mist gebaut. Und deswegen zahlen wir weiterhin fleißig und brav den GEZ-Beitrag.